Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Fallout New Vegas. Wir haben jetzt hier diesen Tunnel gefunden, aber der führt nach nirgendwo. Also müssen wir den Weg wohl zurück zu den drei Marias, wo wir dann auf, ich sag mal, Strom auf der Tapete treffen werden, den wir dann ummachen sollen. Schauen wir mal. Das könnte ein ordentliches Gefecht werden. Aber ich sag mal, an Waffen sollte es ja nicht scheitern. Da sind wir ja im Grunde bestens ausgerüstet. Gehen wir hier wieder über die Brücken zurück. Auch die Frage, ob ich da nicht durchs Wasser muss, wenn ich da hin will. Oh, da hat jemand seinen Rösti verloren. Wahrscheinlich haben wir ihn komplett desintegriert. Ach, guck mal an. Doch ein Weißbein. Werden hier und jetzt sterben. Ja. Der hat es ja auch hinter sich. Sie werden hier und jetzt. Na? Will der denn nicht? Ah ja, jetzt aber. Ja, der Typ wurde ja schon als rot angezeigt. Habe ich natürlich nicht drauf reagiert. Den Grabhügel haben wir noch nicht gefunden. Da könnten wir ja auch noch mal eben gucken. Vielleicht finden wir den ja dann noch. Da ist... Ja. Mist. Was kannst du mir denn so bieten? Ein Waffenbindungsritual, auch nicht schlecht. Nein, nicht auf Josh. Ihmchen hier. Knallen wir ihm einfach das Bein weg. Gleich treten sie ihrem Schöpfer gegenüber. Ihrem Schöpfer gegenüber. Kann man so sagen, ja. Geht's hier hoch? Sie werden.
sterben. Alter, bist du nervös? Ist das noch weiter oben? Ich weiß wirklich nicht, wie man da hinkommt. Das ist mir ein Rätsel. Scheint wohl einer dieser verbotenen Orte zu sein. Geht's hier hoch? Ups! Das wollte ich nicht. Aber auch hier geht's nicht nach oben. Warum ist das Wetter eigentlich immer so scheiße? Ja. Das Vogelnest. Ich fürchte, irgendwie werden wir das Vogelnest wohl nicht finden. Aber irgendwie muss man doch da hochkommen. Welche Richtung müssen wir denn jetzt einschlagen? Quasi da hinten hin. Wir können auch nicht schnell reisen. Ach. Ah! Aua! Hier geblieben. Jawohl. Müssen wir dann ja gleich irgendwie hochkommen. Oh. Oh. Ja gut, das mit den Beinen wird wahrscheinlich vom Sprung runterkommen. Aber jetzt geht's uns ja schon wieder ganz gut. Verstrahlt sind wir nicht. Durst haben wir, Hunger haben wir und müde sind wir nicht. Dann könnten wir ja mal entsprechend hier mal ein bisschen was Frisches zu uns nehmen. So. Vielleicht noch ein paar frische Bieren. Und dann sollte es uns eigentlich wieder prächtig gehen. Vielleicht finden wir ja noch das Red Gate. Achso, Waffe wechseln, genau. Gegenstände, Waffen. Nehmen wir mal die... Au! Von da oben. Mhm. Was habt ihr denn da für schöne Waffen? Sag mal. 12-7er. Noch eine. Ein Punkt gibt es hier noch zu entdecken. Da oben vielleicht. Aber wie sollen wir da hinkommen?
keine Moon mehr für. Hier geht die Munition auch schon langsam zur Neige. Total aus den Socken gehauen. Da haben wir den Lichtbringer aus den Socken gehoben. Paff! Das reicht! Nimm das! Gibt's ja wohl nicht. Muss da, glaube ich, effizienter werden. Oh ja. Wir stehen quasi vor diesem roten Tor. Vielleicht können wir... Nee. Kommen da nicht hoch. Sie ihrem Schöpfer gegenüber. So. Qualenbringer. Ich muss mal gequält lachen. Haha. Aber auch hier. Kein Weg nach oben. Sind wir hier einmal schön um diesen Bogen herum. Ich sehe allerdings keine Möglichkeit, da hochzukommen. Nicht wirklich. Na. Nee. Keine Chance. Wo müssen wir jetzt hin? Ich liebe das, diese Weggabelung. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Der hat noch einen Tomahawk hinten im Balch stecken. Wir werden hier beschossen. Aber ich fürchte, wer uns hier beschießt, das kann ich euch erst morgen sagen. Und bis dahin macht's gut. Ciao!